Alright, Friends, was geht ab? Willkommen zurück zu Moon Black 2. Wir verlassen jetzt die geile Stadt, würde ich mal behaupten. Mit dem Sänger. So, beziehungsweise mit den Vocals. Auf welche Route sind wir jetzt? Wird das hier irgendwo angesagt oder so? Nee, anscheinend nicht. Alright, gut, dann eben nicht. Freunde, was geht ab? Wie geht's euch so? Route 11, alright. So, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, einfach wie es euch geht. Gut, schlecht. Und, ja, das war's. Nee, Real Talk, lasst mich einfach mal wissen. Gut, schlecht. Egal, ob ihr nur gut oder schlecht schreibt, lasst es mich einfach mal wissen, wie es euch geht. Alright, also. So wie in den letzten beiden Aufnahmen vorher auch, verzeiht mir, sollte ich irgendwie zwischendurch halt husten oder sonstigen Shit machen. Ich bin noch nicht ganz up to date und das wird wahrscheinlich noch, denke ich mal, ein, zwei Wochen oder so dauern. Ich hoffe natürlich nicht, ich hoffe nur noch ein paar Tage und dann ist die ganze Sache geritzt. Aber naja, da machst du auf jeden Fall nichts. Heute habe ich, wie meistens, kein wirkliches Thema so parat. Ja. Das Einzige, was ich ansprechen kann, ist vielleicht, dass hier ein Digimon Masters Video wieder kam. Und als ich dieses Digimon Masters Videos, Bruder, Alter, ey. Oha, der Freeze. Krank. Okay. Als es halt das Digimon Master Video hochgeladen habe, ne, Tags, Thumbnail, dies, das, bla bla bla. Als das alles gemacht habe, war ich so am Überlegen, ich sollte einfach in Zukunft den Mund halten, wenn ich ein Game quitte, beziehungsweise wenn mir das Game an sich Spaß macht, aber ich quitte es, weil es gerade extrem boring ist und ich dann später wiederkomme. Und dann wieder Videos mache, wisst ihr, was ich meine? Und dann sage ich, quitte wieder und ein paar Monate später mache ich wieder Videos. Das ist halt voll für den Arsch. Deswegen glaube ich, werde ich, ich versuche es auf jeden Fall. Ob ich es zu 100% einhalten kann, I don't know, ich versuche es auf jeden Fall. Dann, ja, einfach nicht mehr zu sagen, ob ich ein Game quitte oder nicht. Weil, schon ein bisschen behindert, denke ich. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen als Zuschauer so. Also mich würde es tatsächlich nicht interessieren. Wenn jetzt mein Streamer oder Content Creator sagen würde, ja, er quittet und ja, zockt danach einfach wieder. So, aber allgemein glaube ich, kann das schon den einen oder anderen, denke ich, triggern. Deswegen lassen wir das Ganze. So, sehr schöner Crit. Und ich muss auch aktuell tatsächlich gestehen, die. Oh, das Meganium will ich immer noch haben, das ist so cool. Die letzten Aufnahmen haben mir übelst viel Spaß gemacht und ich denke, diese Aufnahme wird mir auch bestimmt richtig viel Spaß machen. Safe Call. Aber ich muss sagen, Pokémon, ich weiß halt nicht mehr, ob ich in Zukunft überhaupt noch Pokémon auf diesem Kanal so aktiv, wie wir es hatten, bringen möchte. Real Talk. Weiß ich einfach nicht. Ich glaube, ich mache einen Wake-Up-Slap. Komm, Bobby, das tankst du, oder? Bitte, weil der Blizzard hat schon viel Schaden gemacht. Lass es eine Max-Roll gewesen sein. Never mind. Okay, dann eben nicht. Dieses Meganium ist irgendwie fucking strong, ha? Huh? Okay. Gut, dann gehen wir in Dexter. I guess. Ich weiß es nicht. Sind wir überhaupt schneller? Sehr gute Frage, Earthquake. Yes, sind wir. Nice. Ja, wait, Eis war ja effektiv gegen Boden, ne? Andersrum. Ja, yeah, da war ja was. Well. Ja, so langsam Type Knowledge, ich kenne sie. Ich kenne sie noch. Ich kenne sie noch. Aber zurück zum Pokémon-Thema. Denn das Problem ist halt einfach, das habe ich auch letztens on stream relativ ausführlich thematisiert, würde ich mal behaupten. Warte mal, ist der Kampf vorbei? Weil dann würde ich, glaube ich, einen Cut machen, meinen Pokémon heilen und dann einfach weiterreden. Power Whip. Oh mein Gott, fuck yes.
hat natürlich wieder eine 15%ige Misschance und ich werde sie wahrscheinlich jedes zweite Mal missen, aber hey, scheiß drauf. Nee, sie hat noch ein Pokémon. Okay, weil das Problem, also mit mir und Pokémon, ist nicht, dass es jetzt aktuell nicht wirklich gut ankommt, obwohl Gen 5 sehr beliebt ist. Klar, ich meine, wir zocken keine Nuzlocke, wir zocken vor allem keine Hardcore-Nuzlocke. Das ist auch noch so ein Thema, was ich ja, glaube ich, mal angesprochen hatte, was einfach ist. Okay, verstehe ich. Wir zocken einen ROM-Hack, der, glaube ich, jetzt nicht so beliebt ist außerdem. Und die Level-Kurve ist kinda weird. Ich denke, das haben jetzt auch einige mitbekommen. Das denke ich, da rede ich mich nicht raus. Blablabla. Ich werde mal kurz einen Cut setzen, werde meinen Pokémon heilen und dann sehen wir uns gleich hier wieder und ich rede weiter. Alright, da sind wir auch wieder. Also, was ich meine ist, nicht, dass ich mit Pokémon aufhöre oder so, sonst ist es einfach der größte Widerspruch von dem, was ich halt gerade gesagt habe, dass ich das nicht sagen möchte. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass ich weiterhin so aktiv Pokémon bringen möchte. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass ich so gesehen Pokémon quitte, ist auch weird. By the way, wir hätten Kaskade, um da, glaube ich, runterzukommen. Also, als TM. Traumburg oder Borg ist auch ein nices Pokémon. Aber warum befindet er sich vor allem hier und dann am Tag? Ha! Wenn man das jetzt, sagen wir, nicht hätte machen können mit den Tags- und Nacht-Encounter, warum tut man das Pokémon dann nicht in den Wald abstellen? I don't know. So, Mikil, okay, das Pokémon sicher eher. Alright, aber was ich halt meine ist, ist jetzt schon ein bisschen länger so und ich denke, das wird auch anhalten, dass Pokémon irgendwie bei mir ein bisschen abgeflacht ist aktuell. Das liegt vielleicht, ich weiß nicht, auch daran, dass auch von den offiziellen Games gar nichts Gescheites rauskommt. Die ganzen ROM-Hacks so sind, ja, cool, klar. Schon wieder ein Legendary, okay. Und die haben auch richtig coole Features und bla 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 und das können wir fangen, hä? Gut, ich würde sagen, ich rede aber kurz noch mal zu Ende. Ja, die haben halt coole Features, bringen auch was Neues rein, manche machen eine eigene Story, alles ganz cool und all so ein Scheiß, wirklich, das respektiere ich und das feiere ich auch. Aber irgendwie Pokémon so an sich ist irgendwie, yeah. Und ich glaube tatsächlich auch, und das beweist sich ja immer wieder, wenn ich irgendein anderes Game mache, sei es jetzt Digimon oder irgendein anderes alleinstehendes Video, außer halt Dragon Ball FighterZ, das kam jetzt nicht so wirklich an, aber es ist ja auch ein Fighting-Game, das ist schon allgemein relativ klein. Und ja, aber jedes andere, sag ich mal, alleinstehende Video ist trotzdem fünffach so groß, ne, von den Klickzahlen und all so ein Scheiß. Deswegen, ja, rein theoretisch, wenn ich weiterhin Pokémon so aktiv bringe, wie ich es jetzt mache, stelle ich mir immer weiter ein Bein und ich wachse halt nicht so, wie ich eigentlich wachsen möchte und Aber nichtsdestotrotz will ich in Zukunft weiterhin Pokémon bringen, das ist so gesehen mein Baby. Vielleicht irgendwie, okay, ich wollte gerade sagen, wer das killt. Auf jeden Fall wird es halt jetzt killen, ne? Dadurch, dass er einen Defense-Drop hat. Ich hätte einen YOLO-Ball werfen können, fällt mir ein. Ja, hätte ich. Hätte, Fahrradkette. Well, der bleibt jetzt eh nicht drin. War klar. Alright, gut. Also, ich würde sagen, ich versuche das Pokémon zu fangen und dann sehen wir uns gleich wieder. Alright. Ich musste leider den Meisterball werfen. Das Teil hat jedes meiner Pokémon einfach nice Sprite, by the way. Einfach zerstört, leider. Und ich hatte tatsächlich auch nur noch 3 Pokébälle oder so übrig. Boah, schwierig. Also hier ist jetzt, sage ich mal, der allererste Encounter gewesen, wo ich gestruggelt habe, es zu fangen. Das ist echt krass. So, wir nennen es Henry einfach. Why not? Und ja, ich muss wieder Pokémon heilen gehen. Alright, hier sind wir auch wieder. Und warum ich jetzt nicht einen Cut mache, beziehungsweise weiter Fortschritt machen würde, ist halt das hier. Ey, ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das mittlerweile anpisst. Das ist wirklich ein Feature, was ich nicht feiere. Trainer, sie sich immer wieder resetten. Ich bin ja eben gerade auf die Route gegangen, weil ich heilen war. Muss gegen sie kämpfen. Dann haben wir gegen Circuitry gekämpft und er hat ja alles deleted. Ich habe Meisterball geworfen und dann bin ich zurückgelaufen und sie wollte wieder kämpfen. Jetzt laufe ich wieder auf die Route und sie möchte nochmal kämpfen. Das ist wirklich ein Feature. Ich weiß nicht. Also,
Es ist nett gemeint zum Grinden, aber ich weiß nicht, wer bei Game Freak mal wieder am Pen war. Wahrscheinlich das gesamte Team. Egal, scheiß drauf. Ich bringe eben den Kampf zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt aber. Oh mein Gott, das hat ein bisschen gedauert. Jetzt sind wir aber Gucci. Und dann ist die Route nur so klein. Oh mein Gott, das ist jetzt ein bisschen triggernd, ey. Das ist jetzt echt ein bisschen triggernd. Gut, ein Enteron. Gucken, was wir vielleicht noch so finden oder so. Ah, ich habe tatsächlich relativ viele Hyper Potions halt gegen Circuitry gerade benutzt und sehr, sehr viele Pokebälle. Ich glaube, wir haben nur noch 8 Stück oder so. Leider. Hyperball, Timerball und so auch alles geworfen. Sadly. Deswegen müssen wir definitiv wieder eine Stadt finden und ich denke, es wird jetzt eine kommen, wo wir einen Pokémarkt haben und ein Poké-Center und all so ein Scheiß. Denn ich möchte auch so langsam halt das Team komplett auf den Kopf stellen. Das habe ich ja auch schon öfter erwähnt. Darauf habe ich Bock. Aber ja, zurück zum Thema bezüglich Pokémon. Ich weiß nicht, Pokémon ist irgendwie... Ja, es limitiert mich halt selber so. Es macht mir ja Spaß, klar, aber ich habe auch an anderen Games Spaß, teils sogar mehr als am Pokémon. Und warum dann nicht andere Games bringen, die mir genauso viel Spaß machen oder halt teils mehr, wo ich dann im Endeffekt auch mehr Zuschauer habe. Ergo, ich wachse maybe schneller und effektiver und kriege auch Leute auf diesen Kanal, die halt ich will jetzt nicht sagen aktiv sind, weil das ist scheiße. Es gibt ja einige Leute aktiv sind, aber halt Leute, die vielleicht auch aktiv kommentieren. Wisst ihr, was ich meine? Weil ein Kommentar hilft extrem viel, ein Like hilft extrem viel. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, beziehungsweise ich habe nicht so das Gefühl, ich denke das auch so, weil ich würde es halt auch so machen, das, anders kann ich mir nicht erklären, wenn man halt zum Beispiel wie hier ein Let's Play schaut, schaut man sich halt gemütlich auf dem Handy, auf dem Fernseher oder sonst wo an und dann hat man auch nicht Bock, wirklich einen Kommentar zu schreiben immer, klar, oder halt zu liken, weil es halt gemütlich ist, ne? Und ich glaube, bei so einzelnen, ja, wisst ihr, was ich meine? So einzelne Videos, die werden vielleicht, glaube ich, eher dann am PC, Laptop oder Tablet oder so geschaut. Und da kann man halt easy kurz liken oder kommentieren oder halt beides. So sehe ich das. Und das hilft auch enorm beim Wachstum. Real Talk. Also, wenn jedes Video... Es klingt jetzt wieder ein bisschen krass, aber ich will es euch nur irgendwie so ein bisschen erklären. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Es ist auch nicht schlimm, es nicht zu wissen als Zuschauer, aber... Damit ihr vielleicht wisst, warum so gesehen so viele YouTuber nach Likes oder Abos oder so battlen, Anführungszeichen, oder Kommentaren. Manche machen es ja richtig schäbig, ich weiß, aber manche sind da halt tatsächlich ehrlich und ich möchte es euch, sage ich mal, ein bisschen erklären. Und zwar ist es halt so, sagen wir, ein Video hat 10 Aufrufe, jedes Mal, wirklich, Durchschnitt 10 und kriegt auch jedes Mal 2 Kommentare und 3 Likes als Beispiel. Dann wird, was geht bei ihm ab? Sieht ein bisschen weird aus. Dann wird, sage ich mal, dieser Kanal und seine Videos viel, viel häufiger Leuten vorgeschlagen, die in dieser Richtung auch Videos schauen, als jemand, der halt ein Video hochlädt und der hat 15 oder 20 Aufrufe, 1 oder 2 Likes und gar keine Kommentare. Natürlich spricht auch noch dann die Watchtime, was, but are you interested in making Gardevoir stronger? Wir kriegen Gardevoir und kriegen den Gardevoir Need? Okay. Wait. Hätte ich den anderen Typen vielleicht ansprechen sollen für ihr Gelade? Aber ich mag Gardevoir eh. Ja, aber natürlich Watchtime, bla bla bla, ist alles so ein Ding. Aber tatsächlich, wenn man sich auch im Video nur zur Hälfte gibt, aber halt... Kommentare am Start sind und Likes und so. Ach, das ist diese Drachenarena. Nein, also ursprünglich Drachenarena. I see. Ja, hilft das auch enorm. Real Talk. Aber whatever, das Thema, man kennt es ja, das hat man schon 7 Jahre durchgekaut und whatever. Ja. Naja. It is what it is. So, das wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben, so. Und das passt dann auch eher so halt zu diesen Thema von Kapitel 2, bla 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 und ja.
Weil so langsam, nach fast 5 Jahren YouTube, habe ich halt wirklich Bock, mir was aufzubauen. Und so, sag ich mal, wie meine Einstellung ist zu den meisten Sachen, ist eher kontrovers, denke ich, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, dass ich oft, zu oft vielleicht meine Meinung preisgebe. Und irgendwie ist das in dieser, sag ich mal, Poke-Szene oder Poke-Tuber-Szene, Nintendo-Szene, weiß ich ja nicht, da bin ich nicht wirklich drin, obwohl das halt dazu gehört, aber ihr wisst, was ich meine. Ist es, glaube ich, nicht ganz so sehr gesehen, wenn man eine andere Meinung hat als andere Menschen und vor allem, wenn man dann auch andere Meinungen über andere Creator und so hat und wenn man vor allem die falsche Meinung, in Anführungszeichen, über irgendwelche Gens hat oder Pokémon oder verschiedene ROM-Hacks noch nie gezockt hat oder wenn man seine Nuzlocke selber zocken möchte, wie man es selber fühlt, weil einige irgendwie denken, es gibt so Standard-Regeln, die muss man einhalten, ansonsten ist die Nuzlocke nicht schaubar und Trash und so. Ich weiß halt nicht, also es ist nicht meine Welt. Ich finde sehr, sehr viele Leute in dieser Community, also die wirklich aktiv vielleicht selber Videos machen oder aktiv Poketuber schauen und wirklich so Hardcore-Fans sind, sehr, sehr viele sind irgendwie weird im Kopf, um es nett auszudrücken. Und weiß nicht, vielleicht wenn du dich selber davon angesprochen fühlst, dann whatever, ich entschuldige mich auch nicht dafür, dann keine Ahnung, vielleicht ist dann dieser Channel auf jeden Fall nichts für dich, falls du dich beleidigt fühlst oder so. By the way, hier ist gar kein, ach doch, Pokémarkt ist ja im Poké-Center drin, ne? Ach, ich bin so ein Keck, Alter. Ist nicht mehr normal. Ja, und irgendwie will ich da so ein bisschen raus, keine Ahnung, weil das habe ich auch im Kapitel 2 Video schon erwähnt. In den anderen Szenen, natürlich gibt es so viele schwarze Schafe, obviously, aber in den anderen Szenen habe ich mehr Offenheit bzw. mehr open-minded Leute und Communities getroffen. Das ist halt, naja. Would you give it a try and see if you can make it work? Yeah, you may be able to master it. Here it is. Ring target. If a Pokemon holds a ring target, it can be hit even by a move that would usually have no effect. For example, a normal type move would hit a ghost type. Ach so, okay, verstehe, okay. I get it. Alright. Ja. So sehe ich das halt irgendwie. So sehe ich das. Und selbst wenn man aufwendige Pokémon-Videos und so machen würde, ich glaube, das ist halt einfach. Nee, es ist halt einfach. Es ist das, was ich halt angesprochen habe. Es ist die Community. Weil es gibt tatsächlich einige Poketuber, die, sagen wir mal, relativ neu sind und nach ein paar Monaten aufhören oder so. Oder halt schon ein bisschen länger dabei sind, die sich auch richtig Mühe geben mit ihren Videos, aber trotzdem der Wachstum halt keiner ist. So, außer sie waren irgendwie schon vorher bekannt oder Moderator, Mod oder so auf irgendeinem Channel, denke ich. Ansonsten ist es halt so keiner und das ist halt, ja, ziemlich schade eigentlich. Real Talk, ziemlich schade. Ziemlich, ziemlich schade. Aber da machst du halt nichts. Ich traue dem Ganzen nicht hinterher. Ja, ich werde ja auch mit dem nicht aufhören. Ich werde da weitermachen, aber ich denke halt einfach, so gesehen, einen Zahn zurückschrauben und versuchen mehr alleinständige Videos zu machen, beziehungsweise von anderen Games halt mehr Videos oder so. Denke ich. Why not? Einfach mal ausprobieren und gucken. I guess. Alright, Friends. Also, das war's auf jeden Fall für diese Folge Moonblack 2. Wir haben jetzt nicht sehr viel geschafft. Wir haben eine Route geschafft. Wir haben eine komplette Stadt erkundet. Ich hoffe, das war irgendwie trotzdem Content. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Falls dem so war, lasst einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mod. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.